aus. Egal, ob da geschossen wird, jetzt schon. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Hand Showdown. Wieder dabei der Jokey, der mich hier umkreist. Das macht mich verdammt nervös. Hallo Leute und ja, immer gerne doch. Und deine Zuschauer nochmal. Wir kriegen es einfach nicht in die Augen. Nee, also irgendwie, Alter, wir und Anmoderation, das passt irgendwie nicht so. Da ist ein Zombie. Okay. Und ich mach den weg lieber. Da kommt noch einer von hinten. Bin vorsichtig sein, ich hab da Schüsse gehört. Bin den weg? Achso, du hast keine Waffe, oder? Ich hab. Ach, du hast eine Waffe gehabt, okay. Das ist. Oh! Sehr nah. Kriegen sich da hinten. Na, ja, das ist gerade nach dem Server Restart, ne? Krass, Alter. Lol. Ist ja richtig. Alter. Ich bin teleportiert worden. Die kriegen sich da hinten. Siehst du, wer's? Wir müssen dahin. Eigentlich will ich gar nicht dahin, um echt zu sein. Dann verstecken wir uns in den Büschen. Vielleicht kriegen wir die ja. Kriegen sich aber hart da irgendwo. Nicht wirklich gut versteckt. Ich suche halt die noch. Die Mongos. Hoppala. Ich hab da wohl was aufgescheucht. Egal. Irgendwie scheint gerade ein bisschen mein Zoll auch blöd rumzuspielen. Hat's Boom gemacht. Okay, das ist im Haus drin unten. Halt mega verrückt einfach nur. Ich denke, wo die anderen Spieler sind. Ich denke, im Haus drin. Ja, toll. Was? Von links. Da sind Krähen gerade aufgeschraubt, die sind frisch. Im Maisfeld. Ja. Die kriegen sich im Maisfeld. Da habe ich Schüsse gerade gesehen. Frage, Haus oder jetzt hier bleiben? Hier bleiben und gucken, was wir sehen. Hier sind die auf jeden Fall gerade nicht im Feld. Ich sehe die auf jeden Fall nicht im Feld. Ich habe zumindest einen Schuss gesehen. Ich habe übrigens meinen Level 12 Charakter vom letzten Mal genommen. Der hat jetzt aber komplett jetzt alle die 2x50 oder 3x50? Bei zweimal diese ganz komplett großen. Dreimal drei von den ganz riesengroßen. Ja. Finde ich eine bessere Möglichkeit, damit ich mich nicht, damit ich nicht verbrenne. Der lebt hundertprozentig. Oh Gott. Hallo! Wieder geflogen, er sei. Bei mir liegt auf dem Tisch. Warte mal. Mal bitte nicht, ich habe gerade irgendwas gehört. Hörst du das? Ja. Irgendwas höre ich. Da von rechts. F2 Interact? Achso, das bist du. Nee, nicht du, das ist, wo ist das Zeug? Ach, das ist noch weiter hin, das ist gar nicht hier im Haus. Das ist da hinten in Richtung 60. Dich vorgehen lassen? Lass mich vorgehen. Okay. So. Wenn ich den Schuss kassiere, dann kann ich den vielleicht überleben. Dein Häuschen, da haben die sie auch gekriegt. Ruhig. Okay. Geh rein und hol den Hinweis. Guck du mal auf der Karte bitte nach, wo es denn hingeht. Okay, ich hab ihn. Richtung Norden. Nordost. Nordwest wahrscheinlich. Okay. Ausgerechnet ist der nächste Hinweis? Nordwest, ja. Pitching Crematorium. Ja.
Ey Leute, es ja, tut also, mir echt wirklich leid, wenn es bei mir ist es auch am nicht Lecken sein viel sollte, anders. aber ich weiß nicht, was das ist. Ich habe 20, okay, ich hab, bei mir wird es bei Steam angezeigt, ich 20 26. Ich habe, aber es fühlt sich... Bei mir fühlt sich nämlich an, ich hätte nämlich 30. Hm. Wahrscheinlich ist immer noch ich am mein, Spiel die oder F- an den Server. Die FPS sagen etwas so niedriges, aber es kommt mir gar nicht wie so wenig vor. Oh, holy shit! Noch ein Abgang. Alter, was hast du denn für eine Piste? Ich hab eine Sword Off und eine Winning. Alter. Mm, that's lang. What she said. Wie gesagt, ich habe bei dem Spiel gleichzeitig auch ein bisschen Flashbacks hier an Red Dead Redemption Undead Nightmares. Schießt oh. Wirklich überall, wo wir hinwollen. Kriegen sich im. Sind halt sehr bekommen. Aber ja, ich glaube, die also, haben sich gegenseitig schon alle gegeben. Ich glaube, zwei, drei Teams sind schon aufeinander getroffen. Ja. Sollen sich auch von mir aus gegenseitig abmoxen. Dann brauchen wir nur den, brauchen wir nur hinter den aufräumen. So wie bei dem Film hier Inferno. Also jetzt nicht so, so spontan jetzt nicht. Nee. Mit Tom Hanks. Ich habe eine Menge Filme noch nicht gesehen, also. Man müsste mich eigentlich schlagen, so viele Filme, wie ich noch nicht gesehen habe. Ich kenne auch nicht so viele Filme hier. Wie zum Beispiel, du hast Filme mit Jackass nicht geguckt auch oder nicht. So zum Beispiel. Habe ich eigentlich noch nicht geguckt. Oder, welcher Film war noch sehr viel in. Nee, Enterprise, das ist auch nicht meins. Ich nicht geguckt, weil das nicht mein Stil ist. Star Wars ist auch nicht meins. Ich habe lieber Star Wars zum Beispiel dann geguckt. Jeder das seine, wie ich finde. Ich hoffe, die kriegen sich da auf dem Friedhof. Mhm. Könnte man ein Stück in die Büsche. Jawohl! Bam. Du stehst doch auf jeden Fall auf. Rechts, nimmst du den rechten? Der rechte wird höchstwahrscheinlich aufstehen, ja. Okay. Guck, der, guck, der eine ist schon aufgestanden. Also bei mir. Dann müsste der so halbwegs. Dann gehe ich auf den. Auf denjenigen, der steht, und du machst den anderen. Ach, wie schön die wegfliegen. Ah, danke. Schön, das gefällt mir. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, was hinter uns ist. Direkt auf 285, okay. Echt so wenig? Den FPS gerade, das geht gar nicht. Ja, also man merkt im Spiel nicht an, wenn es wenig FPS hat, muss man sagen. Ja, das ja. Aber dann ist suboptimal beim Schießen, finde ich. Okay. Selbst auch bei High-Performance-PCs haben sie Probleme. Das ist unten. Oh nee, das ist ein Krematorium. Wollen wir den Zombie von wegmachen oder wollen sagen, wir von hinten rein? Weil da ist ein Zombie, ein Armor-Zombie immer. Nein. Nein, ich hätte auch erwartet, dass hier einer nein, ist, nicht. Aber nein. Okay. Dann geh runter. Hm? Fallschirm gibt es glaube ich noch nicht in dem Spiel. Ne? Fallschirm gibt es glaube ich noch nicht in dem Spiel. Das ist praktisch. Okay, wird es wahrscheinlich irgendwo Allensons Fisch sein oder irgendwo in der Mehllampe. Könnte ich mir vorstellen. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach Nordwesten. Bei unserem Glück ist es Port Rica. So, warte mal. Warte mal. Na? Ich weiß auch, warum ich nur 10 FPS habe. Ah, ich hasse das bei Hand. Die müssen das unbedingt patchen. Jedes Mal, dann stellt ihr mal eine Grafikoption auf komplett nach oben. Jetzt erklärt mal, warum. Aber ich das mach das am besten jetzt gar nicht. Entweder das oder der Part wird asynchron. Müssen wir jetzt damit leben.
Ich habe meistens die Erfahrung gemacht, dass das Spiel mal wieder mit abstürzt. Dann muss ich das halt gleich ändern. Ich hasse das. Ja, ja. Braucht man da nicht mal Dark Vision für. Am Leuchten. Ah, mein Nacken. Mich würde auch erstmal interessieren, wenn die Performance irgendwann stimmt, was sich eigentlich die Crytek-Entwickler überhaupt, quasi hier die Macher von Showdown, ja, ja, bin ich auch gespannt, ob die überhaupt mehrere Maps noch kommen oder ob sie in den Sumpf landen bleibt. Aber das Spiel ist ja erst, wie gesagt. Ja, ja, sie wollen noch andere Monster einbauen, weiß ich. So, jetzt können wir uns entscheiden. Drei, die hier verteilt sind, ne? Zwischen drei Hinweisen. Leute, hat's auch. Sogar vier, glaube ich. Dann würde ich sagen, nehmen wir den hier, der gleich am nächsten dran ist, ne? Ach, das ist eine Spiegelung. Das gehört? Norden. Das war so leise, ich habe es kaum gehört. Ich habe zumindest welche gehört. Ich weiß nicht genau, wo die herkommen. Geh hoch. Und wieder blendet. Oh, ist das blendet, ey. Das ist eine Flare. Das ist kein Hinweis. Lol. Vorsichtig. Also die haben alles mit Flares ausgestattet. Das ist nicht gut. Hast du ihn gesehen? Okay, einer ist unten in der Kirche. Achso, den Hinweis meinst. Den Hinweis? Ja, und einer ist oben links neben der Kirche. Ist unten. Ich dachte, du hast gerade einen Gegner gesehen. Nee, nee. Aber ich höre die. Okay, wir gehen durch die Kirche und dann nach oben. Und wir hoffen, dass da kein Armor-Zombie drin ist. Der schlimmer ist, dass die Kirche und dann nach unten gehen? Ja, unten ist hier auch ein Hinweis. Ich weiß nicht, ob wir über die Kirche da. Oder da ist das Monster. Hier hoch. Armort? Was? Kannst du einmal kurz die Treppe safen? Nee. Ja, Milan Lumber. Ich hab den Hinweis. Milan Lumber. Bin drin. Boah. Ein Sägewerk. Scheinbar kämpfen die da sogar schon. Ah, ich habe das Bedürfnis, das Piano hier anzuschalten. Das sein. Ich hab's letztes Mal gesagt, er soll lieber mal den Generator anmachen. Wieso? Das sollte man lieber auch meiner Meinung nach tun. Wenn wir, sagen wir mal, wir sind eh schon aufgeflogen mit unserer Tarnung, mit dem Target-Zurückholen, ne? Na gut. Dann können wir auch so gut uns gleich Licht anmachen. Vor allem wissen wir, wenn die Zombies ungefähr irgendwo hinlaufen, dann wissen wir auch ungefähr, wo die herkommen. Echt? Ursprünglich waren die Charaktere auch ein bisschen anders, habe ich gesehen. Die sahen ungefähr aus wie so, sagen wir mal, alter Mann mit grauem Bart und schwarzer Kapuze. Oder Cowboy mit, sagen wir mal, mit einem Poncho. Aber jetzt haben sie sich ja entschieden, wir machen daraus Hinterwäldler, die hinter einem Bounty her. Hinterwäldler sind immer toll. Bisschen Moonshine wäre jetzt auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich werde noch so ein kleines Sound-Sample hinter bitte runtermischen. Entweder beim Start oder beim Ende. Ich denke mal, dann lass dich mal überraschen. Hä? Was? Hab ich? Oh. Ich hab Kren ausgeschreckt. Alter. Das Einzige, was mich immer in Hand stört oder generell in PUBG... Ja doch, ich hab gehört, dass sie aus Norden kommen. Wo, mein Freund? Kann gut möglich sein, dass die wirklich schon mit dem Monster sich beschäftigen. Er? Laterne. Ja. Die Laterne.
Frage ist, die Extraction Points sind ewig weit weg. Vor allem die Safe sind die gecampt. Nebeneinander. Das heißt, wir müssen runter in die Catfish Grove sogar. Wenn wir möglichst eine Chance haben wollen dafür. Gehen wir am besten jetzt erstmal in die Büsche. Ja. Hast du den Knall auch gehört? Den Butcher. Gut. Dann entweder knallen wir sie gleich, wenn sie einmal raus sind, hinterhältig ab, oder wir warten. Wir sind Rednecks. Machen wir keine englische Art, wir machen es nicht. Die haben die Generatoren angemacht. Kein Wunder, dass es hier am Leuchten ist wie ein Feuerwerk. Weißt du, dieses Lecken, das kriegt gerade gar nicht klar, ey. So, jetzt heißt Vorsicht geboten. In der Scheune da vorne oder im kleinen Werk ist das Monster drin. Die Frage ist, wo genau? Die Frage ist, wo sind die? Oder der Butcher hat die erledigt. Glaube ich nicht. Geil aus. Oder doch? Der Butcher grunzt nur so ein bisschen. Mal vorgehen. Ah. Dein Leben ist zu kurz. Auf dich oder? Oh! Nee, nicht auf mich geschossen. Ich glaube, die haben von irgendwo geschossen. Entweder haben die auf mich gezielt oder die haben auf den Butcher geschossen. Auf den Butcher ist wahrscheinlich denn. Ja. Ja, der hat einer von denen hat das Shotgun. Wollen wir hoch? Hochklettern? Klar. Ja. Klingt nach einem Plan, so können wir uns vielleicht ein bisschen besseren Überblick verschaffen. Auch wenn wir jetzt ein bisschen wie auf dem Präsentierteller stehen. Nochmal die Munition und zum Verarzten was. Mal gucken, ob von unten vielleicht noch irgendjemand sich anschleicht. Yes. Plan. Aber so weit höre ich nichts. Am liebsten mal da reinwagen, um einmal zu gucken, wie viel Leben der Typ noch hat. Runterspringen mache ich Krach. Halt du mal um hier bitte die Stellung. Runter. Da ist nur ein Zombie. Auch nicht. Mach die Tür auf. Das ist der Butcher hat noch full life. Das heißt, die Prügel haben sich wirklich noch mit anderen geprügelt. Ich hab nur Flares, leider keine Nades. Soll ich weiter oben bleiben? Ich hab Schüsse gerade gehört. Okay. Bleib mal du oben. Ich guck mal eben mal die Lage hier an, wo der Butcher sein könnte. Okay. Der wird angeschossen, der Butcher wird angeschossen. Da ist auf jeden Fall wenigstens einer drin. Einer. Wenigstens einer. Wenn nicht sogar mehr. Mach die Tür zu. Entweder geht jetzt. Der schießt auf jeden Fall wie Weltmeister. Jetzt weiß ich ungefähr, wie viel Leben der hat mit dir. Das wollte ich eigentlich darauf hinauszuhören. Ja. Lass mir ihn einfach mal die Arbeit machen. Ich meine, ich habe auch eine Shotgun, aber. Der hat eine Shotgun. Alter, wie viel Schaden macht der an dem denn? Shotgun auf nächster Nähe? Oh, macht gut Schaden. Aber der traut sich überhaupt leider nicht an dem Butcher ran, ne? Mit dem am liebsten snacken, ey.
beherrschen. Warte, zum Glück kann man hier, zum Glück kann man hier durch die Schlitze ja sehen. Ich würde liebend gerne sehen, wie nah er sich an den Rand traut. Der hat daneben geschossen. Und da hat er Feuer gemacht. Aber man hier auch durch die Schlitze schießen kann? Ne? Das geht, glaube ich, noch nicht. Okay, die Tür ist verbarrikadiert. Ich denke mal, der Butcher macht einigermaßen so viel Krach, dass wir einigermaßen auch machen, Krach machen können. Sollen wir mal anfangen? Nicht so würde ich da wirklich mitmischen, aber das ist keine gute Idee. Mal nach. Wollen wir den wegsnacken, wenn der noch so ungefähr der Butcher noch so wenig Leben hat? Ich gehe hier mal die Treppe hoch. Immer doch, immer doch. Sei vorsichtig. Wir sind gut dabei. Ich versuche auf jeden Fall nicht zu sterben. Wer? Gustav wäre stolz auf dich. Gustav Pfeiffer. Gustav wäre stolz auf dich. Ja, ja. Der Pfeiffer wäre stolz auf dich. Den auf jeden Fall, den Butcher, durch die Schlitze. Er läuft in der Mitte rum. Ja. Er hat auf jeden Fall eine Doppel-Shotgun. Die Einzel-Shotgun hat er nicht. Der wird geschossen. Nein, aber ich sehe den, auf den, bis der geschossen hat. Geschossen. Es hätte ja sein können, dass der... Ich glaube, die haben mich sogar gesehen. Geschossen wurde. Die sind in dem anderen Gebäude gegenüber. Oh, shit. Toll. Also wir haben jetzt noch ein Hunter-Pärchen hier rumfliegen. Das Häuschen in Richtung Ost-Nordost. Bei dir ist jemand? Hilfe! Hilfe, ich brauche ganz dringend Hilfe. Der ist bei mir. Der eine ist bei mir. Du bist, sei vorsichtig, der ist irgendwo da rumgelaufen. Scheiße. Nein! Ah, ich musste nachladen. Ich hätte einfach wechseln sollen. Ich hätte einfach die Waffe wechseln sollen. Ich lebe noch, ja. Ja, aber du lebst. Beziehungsweise, ich bin down. Aber. Einer ist am Wasser. Oh, dämlich, dämlich, dämlich. Oh. Wenn, sag mir bitte, ob einer eine Leiche da bei dir drin ist. Ich höre gerade nicht, dass, ob die bei mir sind. Einer ist am Wasser rumgelaufen, auf jeden Fall. Der Butcher ist bei, ich glaube, bei mir läuft keiner rum. Also ich höre auf jeden Fall nichts. Weil wenn der weggesnackt hat, weil ich habe nämlich Wasser gehört. Warte, noch ein Stück. Dass ich den nicht getroffen habe. Oh. Zombie? Wo war der denn ungefähr? Ich bin auf ihn zugelaufen. Also der war an der Ecke gerade. An der Ecke, wo ich liege. Also als ich gestorben bin. Haben sie sich gesehen, oder? Holy shit! Nein, nein, okay. Nein, nein. Der hat nur fast in die Luft gesprengt. Bei mir brennt's auf jeden Fall. Ich versuche dich so schnell wie möglich zu holen. Die kriegen sich gerade, das ist gut. Hol dich. Komm schon. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, wunderbar. Komm. Du bist wieder auf den Beinen. Und jetzt irgendwie schnell wo hier hinter. Am liebsten würde ich wieder in das kleine Häuschen rein. Ja? Nein, nicht. Quatsch. Kann man denn doch nur sich selbst? Kann ich mal den verarzen? Das kack ist. Ja, Asi. Okay. Oder? Ich glaube, man muss eine Taste drücken. Ich geh einfach wieder oben, nach oben, wo wir gerade waren. Da gab es nämlich ein Medkit.
Und dann haben sie den einen Hunter gekillt. Ja. Die machen ihn auf jeden Fall gerade. Und hier oben war irgendwo ein Medkit, oder? Ja. Health already full? Wie jetzt? Ich kann meinen zweiten Balken nicht mehr wiederherstellen? Der ist leer. Einfach nee, ist nur leer. Justin, links, da war einer. Links war einer. Jetzt hier beim Ausgang Richtung Südost. Der ist links. Der ist links über, Nordost ist der gelaufen. Der ist links über die Bretter gelaufen. Da, wo ich ihn gezielte. Bleib du mal hier. Mal, ob wir das aus der nächsten Nähe angucken kann. Ja, die kriegen sich gegenseitig. Kriegen sich irgendwo gerade. Nee, der schießt mit der Win auf den Butcher. Hast ihn? Hab einen gekillt. Oh fuck, muss hier weg. Muss hier weg? Ich geh wieder ins Häuschen. Da ist auf jeden Fall noch einer. Wow. Wow. Der rechnet nicht, dass ich zu zweit mit dir bin. Naja. Ich hab seinen Kollegen down. Auf jeden Fall gekillt. Okay. Okay, der beim Butcher ist auch down. Das heißt, es sind noch zwei weitere hier. Wenn niemand wiederbelebt wurde. Beziehungsweise hochgeholfen wurde. Oh! Der weiß auch, wo ich bin. Scheiße. Gut so. Aber hat die erhöhte Position. Der Pop. Gut, er denkt wahrscheinlich, wenn er gleich auf mich guckt, dass ich hier unten sitze. Oder er zielt auf dich zuerst. Einer von uns wird ihn gleich töten. Wenn er nicht von der anderen Seite kommt. Geht nicht. Ja, aber ich stehe hier so ein bisschen frei draußen. Er kann. Ach so. Aber? Ganz ruhig, Justin. Konzentration. Ich glaube, der wird nicht so dumm sein und hierher kommen. Der Butcher ist noch am Leben. Der Butcher läuft uns nicht weg. Ein Stück hoch. Mir fehlen halt 50 HP-Balken. Der ist nicht ausgegraut, der ist einfach nur leer. Ich kann durch den meine Waffe sehen. Heißt scheinbar, nope, you're not gonna see that half again. Ich hasse es so, geduldig sein zu müssen manchmal. Ja, ich weiß. Aber bei PUBG ist es genauso. Vor allem, wenn dann passiert irgendwie nichts, ne? Guck nochmal nach. Der schießt jetzt auch nichts mehr. Das ist es, was mich skeptisch macht. Ja. Punkten, die machen mich wahnsinnig. Boah, jetzt bin ich außerhalb. Ja, das geht. War ein bisschen hakelig, aber es hätte auch funktioniert. Da ist niemand. Ich hab Kring gehört von Norden. Ja. Okay. Ich bin auf dem Dach drauf, keine Sorge. Das ist es nämlich. Ich frage, ob es wirklich auch von Norden war.
ist mir gerade viel zu viel Unsicherheit drin. Oh ja, deswegen traue ich mich nicht vom Fleck und bin so übelst vorsichtig. Ich meine, niemand versucht sich gerade am Butcher. Ich weiß nicht, wo der sitzt. Den? Da bin ich bescheuert. Ehrlich. Ich trau mich mal ein bisschen raus. Ich bin oben auf dem Dach. Nein, danach bin ich tot. Ich hoffe, ich kann dich wiederbeleben. Ich glaube, ein Stück weiter in die Scheune rein. Da kannst du ja zu mir hochkommen, ne? Hinter das Haus gelaufen und da war eine Leiter. Hier scheint gerade wirklich niemand weiter zu sein. Ja, wahrscheinlich, weil ich außen gelaufen bin. Weil hat ihn das getriggert. Mega nervös gerade. Scheiße. Komm runter hier zu mir. Schnell, schnell, schnell. Der Butcher kommt aber gleich hier hoch. Keine Sorge, bin voll. Der ist tot. Der ist... Aua! Da kommt einer von hinten, pass auf. Ja, der ist tot. Oh! Ich weiß nicht wie. Wahrscheinlich hat er mir einfach in den Rücken geschossen. Widerlich. Oh Mann. Denk an die Tod, Scheiße. Denk dran. Da oben das I. Unten. Die haben gerade die Tür aufgemacht. Kennt ihr noch vom letzten Part? Oh Mann. Ja. Holy! Der geht davon aus, dass er alleine ist. Dass wer alleine ist? Der geht davon aus, dass er alleine ist. Oh. Dass das du der Letzte warst. Nice. Immerhin hast du meinen Tod gerecht. It's something. Echt? Da liegen drei Hunter vor der Tür. Da hat der Butcher aber wieder ganze Arbeit geleistet. Butcher habe ich aber auch geschissen. Es geht, also wenn man weiß wie. Alter, die... Nur die. Ist dir nicht aufgefallen, dass der Butcher das seinen Kopf verliert? Das ist mir schon mal aufgefallen. Ich war mir nicht sicher, ob ich es mir einfach nur eingebildet habe. Jetzt weiß ich, dass ich es mir nicht nur eingebildet habe. Ja. Gabi. Ich bleib jetzt einfach hier drin. Ich hoffe, es gibt noch mal irgendwas. Oh, das wäre schön, aber ich glaube, wenn man dead ist, dann ist man wirklich dead. Oh, ich hoffe, das war auch der letzte Spieler. Wäre auf jeden Fall cool. Weil dann habe ich zwei Hunter gekillt. Oh Mann. Aber so muss Handschuhe ablaufen. Klar. Man muss sich koordinieren. Und ich war einfach nur. Und halt auch. Ja, abwarten. Ja. Jetzt ich war einfach nur zu ungeduldig. Muss ich denn jetzt gleich hinlaufen? Soll ich ganz nach Süden laufen oder soll ich direkt nach links oder nach Westen laufen? Also nach Südwesten. Gehen wir davon aus, dass es die letzten Spieler waren? Ich meine, da liegen drei Tote, du hast zwei erschossen. Könnte man eigentlich von ausgehen, ne?
Dann lauf einfach nach Südwesten direkt zum nächsten Extraction Point. Dann muss ich das halt jetzt regeln. Vielleicht selbst entscheiden. Oh, ich war gemutet. Ist er wieder tot ist. Ja, nehmen wir an, dass die allen dann alle tot sind. Ich meine, das sind 3 vom Butcher und 2 hast du erlegt. Ich guck gerade nach Leichen. 2 liegen, wie gesagt, da vorne rum. Und einer müsste im Sumpf gestorben sein. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass du alleine bist. Dass diese Unsicherheit, dass wenn du das, dir das Bounty jetzt schnappst, tust du es und rennst jetzt. Ja, ja, das ist es ja. Dann würde ich gleich hinten abschießen. Aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass du alleine bist. Ich weiß, dass man jemanden. Weiß, dass man jemanden mit einem First Aid Kit wieder verarzen kann. Vielleicht war es ein Alpha so und jetzt nicht mehr, keine Ahnung. Das ging in der Alpha. Oder in der Pre-Alpha sogar noch. Ich muss gleich, wenn ich unbedingt noch eine Runde spiele, dann muss ich unbedingt die Grafik stellen. Ja, das weil ist jetzt Alpha nicht unbedingt optimal. Der hat mehr da habe ich mehr Glück als Verstand gehabt. Also hier drin, also bei dem Butcher in der Halle ist keine Leiche. Okay, das ist seltsam. Die netten Herrschaften liegen nämlich alle draußen. Aber ich war mir eigentlich sicher, dass man auch, um echt zu sein, ja, je nachdem, wie viel, wie es mit der Healthbar aussieht, denke ich mal. Ich meine, hätte ich jetzt 4 Healthbars, hätte ich, 4-mal recken können. Beziehungsweise 3-mal recken können. Ich kann nur... Ja. Und ich habe halt nur 250er Healthbars gehabt. Also durfte ich nur einmal recken. Ohne wirklich bestraft zu werden. Na gut, dann kann man sich mal überlegen. Ja, ja. Also wenn das so ist, dann lohnt es sich wahrscheinlich wirklich, die kleinen zu nehmen. Wenn man Duo spielt, ja, nice. Okay. Jetzt einfach so schnell wie möglich zum nächsten Extraction Point. Ich glaube, wenn man Duo spielt, macht es sich besser, wenn man mehrere kleine Bars nimmt. Also die 25er. Und wenn man Solo spielt, ist es besser mit den 50er Bars. Also das ist meine Vermutung. Ich bin unterwegs. Geh weg, Zombie. Boah, diese Lags, ey. Oh Leute, es tut mir echt leid wegen meiner Inkompetenz, dass ich einfach nicht aufgepasst habe, schon wieder meine Grafikeinstellung wieder runterzuschrauben. Dafür sieht's gut aus. Es laggt zwar, aber es sieht gut aus. Toll. Ja. Dafür habe ich mehr Glück als Verstand gehabt. Dass ich überhaupt jemanden getroffen habe, dass der stillgestanden hat, deswegen. Ich meine, ich hätte vorhin auch wen treffen können, aber ich war einfach zu bad. Wieso ist da ein Hive? Nein, nicht dahin. Oh. Ja, okay, nee, das ist unlucky. Ich laufe jetzt nach Norden. Falsche Richtung eigentlich. Aber der Tank versteckt mir den Weg. Ist er denn direkt am Extraction Point, oder? Okay. Nee, ich bin noch nicht da. Ich muss jetzt, ich verlaufe jetzt durch Allen's. Das Ding ist, ich kann nicht mal die Karte sehen. Ich kann gar nichts machen. Also, aber ein Revolver mit einem Schlagring, das ist ziemlich geil. Ja, das ist schon geil. Da spart man sich den Schlagring selbst mitzunehmen. Ja. Das ist wirklich relativ lustig. Ich nehme den Schlagring gerne mit. Die Zombies hier fliegen dann auch noch so 3 Meter weit. Das ist... Ach, das ist schön. Da fühlt man sich mal stark. Ach, geh weg. So, aber gleich mal wir Extraction Point. Wunderbar. Noch wen? Boah, Alter. Ja, das könnte man in der Dark Vision sehen, wo man hinlaufen müsste. Das wäre wirklich nicht Map schlecht. Und die Map aufrufen müsste. Aber das hat halt nichts mit der Bounty zu tun, ne?
Ja, genau. Deshalb kann ich schon verstehen, dass es in der Dark Vision nicht angezeigt wird. Ja, Soll dann den nur anderen den Hunter anderen wird halt nur Hunter. deine Bounty angezeigt. Und halt die Hinweise. Und halt alles, was mit Bounty und Hinweise und Monster zu tun hat, wird an der Dark Vision angezeigt. Ah, wunderbar. Okay, wir hauen wieder über ein Boot ab. Nee. Warum kann ich Das denn eine wär's Leiche noch, wenn du mitnehmen, meine Leiche Alter? mitschleppen könntest. Oh nein! Das, oh Scheiße, Lol, das ganze scheiße. Boot ist voll mit drei mit Zombies. Du hast nicht zufällig Flares, um die abzulenken? Okay. Sind Voll mit drei Zombies nur Zombies. gewesen, sind tot. Drei. Ja gut, dann. Aber ich habe gedacht, da wären noch mehr. Hauptsache, da Eine ist kein Sekunde. Hive. Drei, A player zwei, extracted with a bounty. eins und los. You have Bin died. Your weg. mission will end in 15 seconds. Okay. Aber ich denke mal, wenn du nicht quittest, vielleicht Für bekommst die du noch Bounty glaube ich nicht, weil ich ja, Erfahrungspunkte. wie gesagt, von einem Monster kriegst du zwei Bounties. Und dann nimmst halt du und dein Partner neben eine Bounty mit. Sind die beide jeweils 150. Mal gucken. Ich weiß es Ja, nicht. Weil das du jetzt wollte auch ich, die das ganze wollte ich auch Zeit mal hinter dem testen, ob Spiel das drin vielleicht gewesen irgendwas bist. bringt, aber ich bezweifle es. So ist das Spiel nicht aufgebaut. Dass das Spiel noch ein bisschen länger braucht, um dann wieder zurück ins Hauptmenü zu kommen. Komm, Ja, das ist ist ein eine Early Early Access, aber Access. für eine Early Access ist es verdammt gut. Aber Ja, und für eine klar. Early Access für 30 Euro, das ist wenig. Ja. Ich hätte Ich eher glaube, gedacht, das man wird dann 50 auch Euro Full bezahlen Release müsste. vielleicht. Ich meine, gut, PUBG waren, glaube ich, auch nur 30 Euro, ne? Ich hoffe nur nicht, dass die sich auf so Das wäre eine widerlich. DLC-Schleife dann bewegen. Nee, was noch ein gutes Early Access Spiel ist, das ich selbst liebe, ist CrossCode. Das hat mich auch nicht enttäuscht, habe ich 20 Euro für bezahlt. Und das ist wirklich eine Hommage an die Super Nintendo Zeit und oh. Und nein, es bringt nichts, wenn ich drin bleibe. Ach, du bist schon schneller draußen als ich. Ich bin noch hier Erstmal gucken, im welchen Hunter nehme Ladebildschirm. ich als nächstes? Ein bisschen. Aber du hast Geld gekriegt, oder? Reicht ja wenigstens aus, um. Aber du hast ja 125 Dollar bekommen, weil ich das Echt? Monster extra aufgescheucht habe. Ja, du bekommst nämlich, wenn du Hm. das. Selbst wenn du das. Du musst die Hinweise finden, bekommst du schon 25. Und du bekommst, glaube ich, nochmal 25 Also, für ja, das, wenn du das dann Monster krieg. auch Ja, dann gefunden habe ich hast. gut was bekommen schon. Was haben wir hier noch? Was ist das? Frontiersman, carry an additional tool. Oh, interesting. Da, Nagant Brawler. Windfield. Windfield, Mesheet, Dusterus. Fuses. 12 Zombies Nimm sind den schon mal mit. gestorben. Zwei Hunter sind gestorben. Gottfried Webbone ist jetzt Stufe 18. Oh, 18 ist nicht schlecht. Das Geile daran ist, je mehr man den Hunter natürlich levelt, natürlich, wo das Risiko natürlich steigt, bekommt man natürlich für jedes Level oder für Erfahrungspunkte, was man bekommt, bekommt man noch zusätzlich. Du siehst ja, Nur im ich Stream. hatte es, glaube ich, das noch kein einziges Mal gesehen bis jetzt, oder? Wenn dein Hunter überlebt hat, dann kannst du Ah, nämlich ah. so kleine Vierecke oder Rauten unten unter dem Level sehen. Wenn dein Hunter Level aufsteigt, dann werden die dazu auch noch berechnet. Dann bekommst du, sagen Oh. wir mal, 1000 Erfahrungspunkte noch extra obendrauf für den Rang. So, mein Lieber, was haben wir denn noch hier? Was soll ich denn da? Single Shotgun Barrel habe ich bekommen. Shotgun. Der Unterschied ist ein Power Quick Reload. Und Blades makes it zum. Ich hab ziemlich viel freigeschaltet. Ey, Justin, du bist richtig geil, weißt du das? Das ist einfach nur richtig Ja, geil, auch wenn du dann danke, stirbst. Kontext bitte. Auch wenn du leider Ja, gestorben bist, es ich macht einfach bin ja auch richtig eine Spaß, geile wenn du Sau, stirbst, weißt du also. das? Komm, ich. Dann würde ich Das vorschlagen, dass klingt wir auf jeden den, Fall nach einem dass wir den Plan. Part erstmal beenden.
Dann würde ich erstmal vorschlagen, ja? Leute, ich würde erstmal vorschlagen, wir machen erstmal hier Schluss. Hallo, war das jetzt nicht wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Hatte ich nicht auch die Anmoderation gemacht? Also mache ich auch die Anmoderation. Dann machst du deine Anmoderation. Ja? Okay, okay, gut, ja, ne? Dann okay, mach ich die Anmoderation, ist alles okay. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Justin und euer Jokey. Haut drin und tschö.